Manche Klischees halten sich hartnäckig. Frauen können nicht einparken. Aber stimmt immer, was wir sicher zu wissen glauben? Namen zusammen. Vor über 2.500 Jahren prägte der griechische Tragödiendichter Sophokles den Satz: Männer und Frauen, die passen einfach nicht zusammen. Offenbar war man schon in der Antike von den großen Unterschieden zwischen Mann und Frau überzeugt. Die Germanen prägten das Wort Gislati, das, was in eine Richtung strebt, als sprachliche Wurzel für unser Wort Geschlecht. Das männliche und weibliche Geschlecht strebt also jeweils in eine andere Richtung. Dieses Klischee von den großen Unterschieden zwischen Mann und Frau ist auch heute noch durchgängig gesellschaftsfähig. Die neueste Inventur der Gehirne liefert da allerdings eine Überraschung. Zu den gängigen Vorurteilen gehört, dass Männer sich besser orientieren können als Frauen. Im Labyrinth machen wir einen Test. Drei Frauen und drei Männer starten im Abstand von 30 Sekunden. Werden die Männer das Ziel schneller erreichen? Im Labyrinth sehen alle Wege gleich aus. In anderen Umgebungen kann man sich an Strukturen orientieren, wie beispielsweise in Städten oder auch in der Natur. Die Erwartung, dass Männer hier besser abschneiden, erklären manche durch die Arbeitsteilung vor Urzeiten. Die Jäger seien einst auf gute Orientierung angewiesen gewesen und das habe sich bis heute vererbt. Immerhin, ein Mann erreicht als erster das Ziel, dicht gefolgt von zwei Frauen. Nach und nach trudeln die drei anderen Probanden ein. Mit deutlichem Abstand am längsten brauchte ein Mann. Auch wenn unser Test keine repräsentative Studie ist, kommen doch viele wissenschaftliche Untersuchungen zu ähnlichen Ergebnissen. Frauen sollen sich in etwa gleich gut im Raum orientieren können wie Männer. Was bleibt hier von der These vom Geschlechterunterschied? Bildgebende Verfahren sollen Klarheit schaffen. Im Blick Hirnareale, welche für die Orientierung zuständig sind. Die Scans zeigen, die feststellbaren Unterschiede zwischen Frauen und Männern sind minimal. In Israel, der Schweiz und Deutschland startete 2017 die bislang größte wissenschaftliche Untersuchung, um zu sehen, ob es typisch männliche und typisch weibliche Gehirne gibt. Hirnforscher werteten mehr als 1400 Scans aus. Das Ergebnis? Es lassen sich keine geschlechtsspezifischen Ausprägungen bestimmter Areale erkennen. Tatsächlich sind die Unterschiede innerhalb eines Geschlechts größer als zwischen den Geschlechtern. Auch unsere Testpersonen haben erfahren, egal ob Mann oder Frau, was zählt, sind die individuellen Fähigkeiten. Die Unterschiede innerhalb eines Geschlechts sind größer als die zwischen den Geschlechtern. Und das kulturübergreifend. Das ist das Ergebnis einer mal wirklich aussagekräftigen Analyse von 1400 Gehirnen. Viele der klischeeliefernden Untersuchungen haben viel weniger Probanden, aber sie versteigen sich trotzdem zu sehr pointierten Verallgemeinerungen. Nun ist ja der Mensch kein Elementarteilchen oder ein Atom. Für die gelten klare und eindeutige Gesetze und da gibt es auch keine Probleme bei der Interpretation. Aber bei dem Versuch, das komplexe System Mensch zu objektivieren, also zu versachlichen, da spielen die Vorurteile der beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine nicht unbedeutende Rolle. Schließlich haben sie eine unterschiedliche Vorgeschichte, unterschiedliche Sozialisation, unterschiedliche Traditionen. Und das alles fließt
beim Fazit eine Analyse über Mann und Frau unter Umständen mit ein. Und da wird so mancher Test fragwürdig. Angeblich wissenschaftlich fundierte Tests sollen belegen können, ob das eigene Gehirn eher männlich oder weiblich tickt. Als typisch weiblich gilt hier beispielsweise ein Auge für Details. Jede Frage ist durch das Gesicht links bereits als männliche oder weibliche Domäne gekennzeichnet. Das macht die Bewertung des Ergebnisses jeweils vorhersagbar. Ein männliches Talent soll die dreidimensionale Vorstellungskraft sein. Der Aufbau des vermeintlich wissenschaftlichen Tests spiegelt Klischees wider. Aber ist die Wissenschaft immer frei von Vorurteilen? Vor mehr als 10 Jahren untersucht eine englische Studie, ob nur wenige Tage alte männliche und weibliche Babys schon geschlechtsspezifisch reagieren. Säuglingen zeigt man nacheinander ein Mobile und ein menschliches Gesicht und misst, wie lange sie die Motive fixieren. Der Studie nach schauen Mädchen etwas länger die Gesichter an. Damit scheint belegt, dass sie sich mehr für Menschen als für Strukturen interessieren. Typisch weiblich eben. Zwar können Säuglinge in den ersten Lebenstagen nur verschwommen sehen und sich nur wenige Sekunden konzentrieren, doch die Studie wird bis heute immer wieder zitiert. Tatsächlich entwickeln Babys erst mit einigen Wochen wirkliches Interesse an ihrer Umwelt. Alte Vorurteile halten sich hartnäckig. Selbst die Wissenschaft ist nicht immer frei davon. Wem als Mann online ein Frauenhirn attestiert wird, der muss also nicht ins Grübeln geraten. Eine Studie, die deutlich in der wissenschaftlichen Kritik steht, hält sich trotzdem hartnäckig als Informationsquelle. Dabei wussten die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen vorher, ob es sich um einen Jungen oder um ein Mädchen handelt. Und viele der Babys lagen auf dem Arm ihrer Mutter. Also alles andere als objektive Versuchsbedingungen. Und trotzdem wurde hier bereits von typisch männlich und typisch weiblich gesprochen. Genau so werden Vorurteile erzeugt. Schauen wir uns doch mal die nächste Phase des menschlichen Daseins an. Das Baby wird zum Kinde. Ist unsere Geschlechtsidentität nur Erziehung? Oder sind wir schon ganz natürlich früh männlich oder weiblich? Die Pädagogikprofessorin Wiebke Warburg bereitet ein Experiment vor. Sie erforscht, ob wir womöglich unbewusst Kinder in Geschlechterrollen drängen. Ordnet man noch immer Autos Jungen und Puppen Mädchen zu? Den Probanden wurde gesagt, sie sollten beobachten, welche Spielzeuge besonders gut ankommen. Sie wissen nicht, wer Mädchen oder Junge ist. Auch die Kleidung gibt ihnen keinen Hinweis. Werden die beiden Versuchspersonen aus den Vorlieben für bestimmte Spielzeuge das Geschlecht ableiten? Aus dem Nebenzimmer beobachtet Wiebke Warburg das Geschehen. Das Ergebnis? Tatsächlich bestimmen die Probanden das Geschlecht der Kinder anhand des bevorzugten Spielzeugs. Aber sie irren. Der Baumeister links heißt Eva. Und es sind Jungen, die mit Kinderwagen und Plüschtier spielen. Für den zweiten Versuch werden die drei Kinder umgezogen, entgegen den heutigen Stereotypen. Die Jungen tragen nun rosa, das Mädchen dunkle Farben. Die heutige farbliche Zuordnung ist eine Erfindung der Neuzeit. Früher galten rosa und rot als feurige, männliche Farben. Blau dagegen war als Farbe der Maria weiblich. Das änderte sich erst, als mit der Industrialisierung Arbeiter und Matrosen blaue Uniformen trugen.
Die nächsten Probanden sollen den Kindern Spielzeug reichen. Welche Rolle wird die Kleidung bei der Wahl spielen? Tatsächlich bekommen die Kinder in Rosa immer wieder Puppen angeboten. Und sie spielen schließlich auch damit. Noch eins? Dem eher jungenhaft gekleideten Mädchen dagegen werden Autos gereicht. Super. Ähnliche Beobachtungen machen Experten wie Wiebke Warburg oft. Das Auswertungsgespräch zeigt, die beiden hatten das Gefühl, ganz natürlich den Kindern die Spielsachen anzubieten, die diese interessieren. Stereotype halten sich hartnäckig. Das Verständnis der Geschlechterrollen in unserer Kultur löst sich erst allmählich auf. Machen wir uns doch nichts vor. Wir haben alle Vorurteile und wir freuen uns, sie bestätigt zu finden. Das geschieht ganz unbewusst. Aber es gibt noch eine andere Dimension, das ist das Gender-Marketing. Wirtschaft lebt ja davon, Wünsche zu erzeugen und sie auch zu befriedigen. Und je deutlicher nun die Unterschiede zwischen den Geschlechtern und den Altersklassen wissenschaftlich begründet werden können, desto mehr Möglichkeiten hat die Industrie, mit speziell auf die unterschiedlichen Wünsche zugeschnittenen Produkte zu reagieren. Puppen für Mädchen sind fast immer blond. Puppen für Jungs sind sehr selten. Warum auch Puppen für Jungs? Die kriegen einfach ein Auto in die Hand gedrückt und dann heißt es Brumm, Brumm. Das war schließlich schon immer so. Ha, 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 lacht es uns da aus grauer Vorzeit entgegen. Hallstatt in Österreich. Ein Ort mit kaum 800 Einwohnern. Ausgerechnet hier machten Wissenschaftler einen Fund, der Geschlechterklischees ins Wanken bringt. In Hallstatt befindet sich das älteste bekannte Salzbergwerk der Welt. Bereits in der Bronzezeit, 1500 vor Christus, wurde hier unter Tage gefördert. Das Gräberfeld am Bergwerk gab Archäologen lange Rätsel auf. Frauen hatte man hier mit genauso reichen Grabbeigaben bestattet wie Männer. Ein ungewöhnliches Phänomen. Diese Schätze lagern heute im Naturhistorischen Museum in Wien. Zwar waren die Hallstätter durch den Bergbau zu enormem Wohlstand gekommen, doch weshalb auch Frauen solch wertvolle Grabbeigaben erhielten, war für die Forscher eine spannende Frage. Ein erster Hinweis: Immer wieder finden sie unter Tage Schuhe, die zu klein sind, um Männern zu passen. Sie könnten zu Frauen gehören oder vielleicht Jugendlichen. Die Archäologen entdecken schließlich ein weiteres Indiz: Babykäppchen aus Wolle. Ein weiterer Hinweis auf Frauen unter Tage. Doch erst genaue Untersuchungen der Skelette bringen Licht ins Dunkel. Die Vermutung, auch Frauen arbeiteten in dem Bergwerk. Die Anthropologin Doris Panikuchera nimmt die Knochen aus dem Gräberfeld unter die Lupe. Das Skelett verrät, ob ein Mensch harte körperliche Arbeit verrichtet hat. Und tatsächlich wird die Anthropologin fündig. Die weiblichen Halswirbel zeigen auf einer Seite extreme Abnutzungsspuren. Solche Muster sind typisch, wenn Menschen Tag für Tag schwere Lasten tragen, wie beispielsweise die Salzplatten im Bergwerk. An den Armknochen der Männer findet die Wissenschaftlerin dagegen Abnutzungen, die auf starke Belastung der Armmuskeln hinweisen. Das Herausschlagen der Salzplatten war vermutlich Männersache. Frauen und Männer arbeiteten offensichtlich Seite an Seite. Die Funde von Hallstatt zeigen, dass die Rollenklischees von heute mit dem Leben damals nicht viel gemein haben. Das ist doch überraschend. Irgendwie dachte man schon, dass die Frauen früher, also ganz früher, am Lagerfeuer saßen. Und die Männer, die schufteten im Schweiße ihres Angesichts. Und von diesen alten Vorurteilen müssen wir jetzt Abschied nehmen. Tja,
Es ist eben so, dass uralte Mythen, Rituale und Symbole uns immer nur was über Priesterinnen und Zauberinnen erzählt haben. Aber was Otto Normalfrau in der Bronzezeit, in der Antike, im Mittelalter oder in der Neuzeit so machte, was die Rolle der Frau tatsächlich war, das blieb immer Interpretation und zumeist weit hinter den Tatsachen zurück. Da konnte nichts sein, was mit unseren Vorstellungen nicht übereinstimmt. Und genauso wenig, wie unser Geschlechterbild aus den uralten Zeiten stimmt, so wenig stimmt auch der Satz entweder oder Mann oder Frau. Du kommst als Mann oder Frau auf die Welt und das bleibt auch so. Denn schon Aristoteles wusste, die Natur macht keine Sprünge. Sie liebt den Übergang. Das Geschlecht ist weitgehend biologisch festgelegt. Was aber, wenn Menschen sich im falschen Körper geboren fühlen, etwa biologisch ein Mann sind, sich aber als Frau empfinden? So war es für die Opernsängerin Lucia Lucas. Sie fühlt sich erst seit wenigen Jahren als sie selbst, als Frau. Geboren wurde sie als Lucas Harbor in den USA. Der erfolgreiche Opernbariton fühlt sich lange im falschen Körper gefangen. Die Entscheidung, zur Frau zu werden, unterstützt auch Ehefrau Ariana. Gibt es eine biologische Erklärung dafür, dass Menschen sich nicht dem Geschlecht zugehörig fühlen, das sie körperlich haben? Das Geschlecht bestimmen die Chromosomen. Bei zwei X-Chromosomen wird ein Mädchen geboren, bei einem X und einem Y ein Junge. Etwa ab der 5. Woche entfalten die Geschlechtshormone ihre Wirkung. Manche Forscher vermuten, dass in einer späteren Phase die Bildung gegengeschlechtlicher Hormone die weitere Entwicklung beeinflusst. Bewiesen ist diese Theorie aber nicht. Klar ist dagegen, Transsexuelle fühlen sich schon als Kind fremd im eigenen Körper. Transsexualität ist keine Wahl. Wie viele andere ist Lucia Lucas erst im Körper des anderen Geschlechts bei sich angekommen. Einen Mann spielt sie heute nur noch auf der Bühne. Ja, nix ist mit jetzt reiß dich mal zusammen. Transsexualität ist kein emotionaler Ausreißer. Da gibt es biologische Ursachen. Höchstwahrscheinlich ist es die hormonelle Frühausstattung der Betroffenen, die sie dazu bringt, einen ganz schweren Weg zu gehen, der sich aber am Ende für sie lohnt, wenn sie endlich bei sich angekommen sind. Ja, es sind die Hormone, die unsere geschlechtliche Entwicklung entscheidend bestimmen. Hormone geben Signale, regen Stoffwechselprozesse an und ab und steuern unser körperliches Innere mehr, als wir manchmal zu akzeptieren bereit sind. Und weil das so ist, wird man natürlich bei der medizinischen Behandlung von Männern und Frauen darauf achten. Sollte man meinen. Es passiert häufig, überall in Deutschland. Plötzlich wird einer älteren Frau schlecht. Sie hat diffuse Schmerzen in Bauch und Brust. Immer stärker wird das Unbehagen. Schließlich wählt sie den Notruf, beschreibt ihre Symptome. Aber in der Einsatzzentrale kann man mit ihren unspezifisch beschriebenen Beschwerden wenig anfangen. Ihr Fall wird als nicht dringlich eingestuft. Doch tatsächlich hat sie einen Herzinfarkt. Jede Minute zählt. So geht es vielen weiblichen Infarktopfern. Bis sie behandelt werden, vergehen oft wertvolle Stunden. Untersuchungen zeigen, Frauen bekommen oft erst zu spät Hilfe. Frauen zeigen andere Symptome als Männer. Starke Schmerzen in Arm und Brust, so beschreibt die Mehrzahl aller Männer den Infarkt. Und ihre Symptome setzen den Standard. Auch weil sie früher und häufiger Herzinfarkte bekommen. Aber warum ist das so? Wissenschaftler untersuchen das Blut von Männern und Frauen. Es zeigt sich,
Das Blut der Frauen enthält im Schnitt weniger schädliches Cholesterin, welches Herzkrankheiten begünstigt. Und auch ihre Blutgefäße unterscheiden sich von denen der Männer. Sie bleiben geschmeidiger und elastischer. Was ist die Ursache dafür? Forscher haben die weiblichen Hormone, die Östrogene, im Verdacht. Der weibliche Körper produziert viel mehr Östrogene als der männliche. Daten legen nahe, dass diese weiblichen Hormone vor Infarkten schützen. Nach den Wechseljahren, wenn Frauen weniger Östrogene produzieren, erhöht sich entsprechend ihr Infarktrisiko. Es bleibt aber weiterhin niedriger als bei Männern. Männer schnupfen. Könnten Östrogene auch die Erklärung dafür liefern, weshalb Männer tatsächlich unter dem legendären Schnupfen leiden? Um das herauszufinden, legen US-Forscher Kulturen mit Zellen aus der Nasenschleimhaut von Männern und Frauen an. Viren vermehren sich in den Proben von Frauen langsamer. Tatsächlich verstärkt sich der Effekt noch, als die Forscher den Proben Östrogen hinzufügen. Fazit: Frauen und Männer sind aufgrund ihrer verschiedenen Hormonausstattungen anders krank. Das Problem ist, dass Ärzte die Beschwerden von Frauen falsch einschätzen. Die Rentnerin wartete 2 Stunden auf den Krankenwagen. Heute leidet sie an Herzschwäche, ist ständig kurzatmig und müde. Eine rasche Hilfe hätte ihr dieses Schicksal womöglich erspart. Und nicht nur bei der Diagnose gibt es Probleme. Befragungen haben ergeben, dass Patientinnen vom medizinischen Personal, egal ob Mann oder Frau, einfach nicht so ernst genommen werden wie Männer. Frauen werden oft auf psychosomatisch bedingte Symptome hin befragt, obwohl es bei Infarkt und Schlaganfall ja nun wirklich auf jede Sekunde ankommt. Und jetzt kommt der Hammer. Männer sind die Standard-Testpersonen für Medikamente. Klar, Frauen schwanken monatlich, könnten schwanger werden. Und so kommt es, dass die Dosierungen in der Regel auf 74 Kilogramm Mann festgelegt sind. Mit anderen Worten, man geht einfach davon aus, dass Frauen schon so ähnlich reagieren werden wie Männer. Das ist doch irre. . 1982. Die Forscher Bergström, Samuelson und Wayne erhalten den Medizinnobelpreis für die Entdeckung der Leukotriene, körpereigene Stoffe, die Entzündungen verstärken. Die Fachwelt rechnet mit neuen Therapien gegen Krankheiten wie Arthritis und Asthma. Auf der Grundlage dieser Entdeckung werden neue Medikamente entwickelt und in klinischen Studien getestet. In den 1980er und 90er Jahren meist an jungen Männern. Doch die Erwartungen werden enttäuscht. Neue Präparate, die Leukotriene ausbremsen sollen, scheinen immer wieder zu versagen. An Entzündungskrankheiten wie Asthma und Arthritis leiden in erster Linie Frauen. Doch Männer sind praktischer für die Forschung. Denn im Verlauf des weiblichen Monatszyklus können durch hormonelle Schwankungen die Ergebnisse von Medikamententests auch schwanken. Ausschlaggebend für die Bevorzugung von Männern war der Contergan-Skandal. Contergan wurde von 1957 bis 1961 für Schwangere empfohlen. Doch dann wurden Kinder mit schweren Behinderungen geboren. In der Folge wurden daher vorsorglich Frauen in Medikamentenstudien kaum mehr berücksichtigt. Selbst in Tierversuchen hatte man lange überwiegend auf junge männliche Tiere gesetzt, um Ergebnisse leichter vergleichbar zu halten. Doch jetzt zeichnet sich eine Trendwende ab. Die Arthritis-Studie des Uniklinikums Jena ist hier Vorreiter. Die Forscher arbeiten auch mit weiblichen und älteren Mäusen, die an Arthritis leiden, um die Krankheit besser zu verstehen. Regelmäßig kontrollieren sie die geschwollenen Pfoten der Mäuse. Und immer wieder zeigt sich, Arthritis ist bei den Weibchen ausgeprägter und heilt viel schlechter. Der Chemiker Oliver Wertz arbeitet mit dem Universitätsklinikum zusammen. Schon früh hatte er den Verdacht, dass Hormone,
Entzündungsreaktionen und auch die Leukotrienbildung beeinflussen. Gezielt untersucht er, wie sich Leukotriene im Blut von Männern und Frauen bilden. Bei Arthritis schütten die weißen Blutkörperchen im erkrankten Gelenk Leukotriene aus. Diese entstehen, wenn sich in der Kernmembran des Blutkörperchens eine Säure, ein Protein und ein Enzym verbinden. In männlichen Zellen jedoch kommen sie nicht zusammen. Das Testosteron blockiert die Bindung. Blutzellen einer Frau. Rot zeigt, wo sich Leukotriene bilden. Dagegen sind Leukotriene in männlichen Blutzellen kaum zu finden. Deutlich ist der Unterschied zwischen Mann und Frau zu erkennen. Die Vermutung, die bislang getesteten Medikamente wirken nur bei Männern nicht, weil das Testosteron bereits die Leukotrienbildung blockiert. Neue Studien mit Frauen sind erforderlich. Vielleicht werden die Hoffnungen von 1982 doch noch erfüllt. Übrigens, auch wenn das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, es gibt noch ein drittes Geschlecht, dann ist das eine juristische Entscheidung gewesen. Rein biologisch kommt der Mensch in zwei Varianten vor. Und die Kombination dieser Varianten garantiert das Fortkommen, das Fortbestehen der Gattung Homo als Homo sapiens. Und der lebt zusammen, in Gesellschaften, in Gruppen. Er entwickelt und schafft Kulturen. Und dieses komplexe Zusammenleben, dieses komplexen Lebewesens hat nun die Entwicklung von Vorurteilen begünstigt, weil ein bestätigtes Vorurteil eine soziale Ordnung stabilisiert. Das gilt für alle Menschen. Also als Mensch unter Menschen muss man manche Vorurteile einfach übernehmen, um zu überleben. In unserem Kulturkreis nun haben wir eine Weltbetrachtung entwickelt, die nennen wir Wissenschaft. Und die geht den Vorurteilen auf den Grund. Auch solchen, von denen wir meinen, die seien eigentlich ewig beständig. Nur was dann da rauskommt als Ergebnis, das sollte man auf keinen Fall persönlich nehmen. Denn wir lernen zum Beispiel hier, Männer und Frauen sind gar nicht so verschieden, wie wir immer gedacht haben. Nur bei ihrem Körper. Da gibt es eben mehr als nur den kleinen Unterschied. Da geht jedes Geschlecht seinen eigenen Weg. Und den gilt es unbedingt zu beachten.